Es ist ein verdammt spannender Moment für mich heute. Die erste Pilotfolge von Inside World Spirits. Leute, die mich kennen, die wissen, mein Leben war zuerst der Sport, ist jetzt eben die Spiritosen. Und ich bin froh, Otto, dass du heute zu uns in die Brennerei gekommen bist und mit mir gemeinsam nicht nur pulsmäßig zur Seite stehst, weil Herzblut dahinter ist, sondern mit mir heute den ganzen Tag führst. Danke, dass du gekommen bist. Das ist eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich war schon als kleiner Bruder, war ein großer Fan von dir. Das stimmt natürlich nicht, aber als kleiner Bruder, aber ich war wirklich, das glaubt man kaum, ich war ein ganz großer Fan von dir als Skifahrer, habe dich sehr, sehr bewundert und habe immer gewundert, wie wird aus so einem tollen Skifahrer ein Schnapsbrenner? Mir ist der Schnapsbrenner lieber wie der Skifahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber muss ich ehrlich sagen, auch wieder, es ist bei Baden verdammt viel Arbeit dahinter. Aber ich habe mir gedacht, ich lade dich auch deswegen dazu ein, du weißt ja, du warst einmal Gastronom, ich war Gastronom, du hast verkauft, ich habe verkauft, aber ich weiß nicht, ob du so perfekt warst, dass keine Fragen übrig geblieben sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir jetzt die Chance zur Weiterbildung und du fragst mich ganz einfach, was dir am Herzen liegt. Ja, schau, bei mir ist so, ich habe ja können und gelernt. Das glaubt, weiß ich heute gar kein Mensch mehr. Das war ja vor, so weit können sich die meisten gar nicht zurückerinnern. Aber ich habe können und Koch gelernt in Obolanik in der Gastronomieschule. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, in der ganzen Zeit, wo ich dann Gastronom war, habe ich das meiste vergessen. Weil bei uns war es so, wir haben eigentlich nur verkauft und haben uns nicht so genau auf die Produkte konzentriert. Und jetzt, wo ich Zeit habe, jetzt im höheren Alter, jetzt interessiert mich auf einmal, was wird denn getrunken? Und deswegen freue ich mich so, dass ich bei so einem Schnapsproduzenten da bin, der mir das alles erklären kann. Ja, ich meine, heute machen wir Aufgabenteilung. Du fleißig, ich arbeiten oder ich fleißig, du arbeiten. Ich würde sagen, starten wir mit den Fragen und ich gebe dir die Antworten, was dich interessieren. Ja, weißt du, ich kenne dich, da haben wir den ganzen Nachmittag zum Tun. Aber zum Beispiel, erstens einmal, wie kommt man dazu, dass man eine Schnapsbrennerei macht? Das ist im Grunde genommen einfach erklärt. Ich habe 1989 Österreichs höchstgelegenen Weingarten ausgepflanzt, habe mich alle für einen Idioten gehalten, aber irgendwie muss man ein bisschen eigen sein, wenn man Berge versetzen will. Und ich habe bei uns im Dorf auf 1000 Meter eben Österreichs höchstgelegenen Weingarten ausgepflanzt, nur mit einer Tafeltrauben oder Qualitätstrauben geht das nicht, wir haben schon eine Tafeltrauben nehmen müssen. Und auf 1000 Meter dauert es halt ein bisschen länger. Und damit ich ein Produkt habe, wir haben Rebstockpaten vergeben, Patenschaften vergeben gehabt. Und damit ich eben ein Produkt habe, haben wir mit den Schnapsbrennern angefangen. Weil da braucht man nur ein gescheites Obst, das man selber hat, als Abfindungsbrenner. Da muss man gescheit vergehen, gescheit brennen. Und dann, wenn man Glück hat und das Ganze gut ist, kann man auch einen guten Preis erzielen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe. Es war eine Ersatzbefriedigung für den Sport, eine rein sportliche Angelegenheit. Ja, aber gut, alles, was da drinnen ist, das hat ja ein paar Euro gekostet. Das war ja nicht, dass man halt sagt, jetzt mache ich morgen eine Schnapsbrennerei und dort schaltet ein Käslein. Oder ich freie Eltern. Das hat ja ein bisschen was gekostet. Ja, aber wir haben bei uns im Dorf leider inzwischen schon verstorben, einen Pech gehabt. Wir haben es in Brüssel gesagt und der hat immer gesagt, Mut kann man nicht kaufen. Und ich glaube, das ist eine Basis für einen Unternehmer. Und ich habe immer recht viel, wenn man so will, Mut in die Hand genommen. Und es ist mir sehr viel aufgegangen, aber nur, muss ich auch sagen, alles, was ich für mich selber gemacht habe, in meinem Leben, hat funktioniert. Und alles, was ich für die Gemeinschaft gemacht habe, wo man auf andere Leute angewiesen ist oder war, das war eine kleine Influenza. Aber ich bin da draußen durch dein Geschäft gegangen und habe mir das angeschaut. Du hast ja so viele verschiedene Sorten. Mit was hast du eigentlich angefangen? Du hast ja nicht gleich gesagt, jetzt mache ich 20 Sorten Schnaps. Mit was hast du eigentlich angefangen? Ja, so wie es ist gehört, mit den teuersten. Ich meine, bitte. Ich habe damals den Valentin Latschen, der Großmann, ich weiß nicht, wie er noch heißt, habe ich angerufen und gesagt, kurz zu. Ich habe 1000 Liter Himmelmeische. Ist beim Vergehren, geht perfekt. Nur das Problem ist das, was weiter, wie brennen wir? Dann habe ich eben die zwei Bekannten eingeladen und die haben mir gezeigt, wie das Brennen geht. Und von Anfang an hat es funktioniert. Nur unser Credo war immer, nur 100% Destillate. Das ist ein
privater Kodex, der im Grunde genommen beschreibt, wenn es ganz eng, wenn es ganz ernst genommen wird, keine tiefgefrorene Früchte, sondern eben richtig reife Himbeeren, wenn möglich, wenn es gehört, keine Rollen spielt, Waldhimbeeren, dann haben wir das beste Ergebnis. Dann eine perfekte Verarbeitung, eine perfekte Vergärung, keine Aromastoffe, keine Fremdalkohole, eine perfekte Destillation, dann hat man die Möglichkeit, ein perfektes 100% Destillat herzustellen. Nur bei so viel Perfektionismus ist halt auch der Preis perfekt. Aber das ist halt der Unterschied von einem 100% Destillat zu einem Geist oder zu einem Schnaps. Ja, das wollte ich dich schon fragen. Schnaps brennen, gut und schön, das hast du mir erzählt, also du nimmst nur die frischen Früchte und so weiter her. Aber wenn der Schnaps fertig ist, dann kommt ja das zweite Problem, das zu vertreiben. Wie vertreibst du deine Schnaps überhaupt? Das ist natürlich, das ist die zweite Seite. Produzieren kann jeder, mit Herzblut produzieren kann auch jeder. Aber Produkte vertreiben ist halt leider die kommerzielle Angelegenheit und das ist nicht so einfach. Aber man kann auch in bescheidener Weise Produkte produzieren, wie wir es machen. Das heißt, wir haben keine großen Mengen. Wir produzieren vielleicht im Jahr, was wir verkaufen, zwischen 3.000 und 4.000 Flaschen Schnaps. Das ist halt am Markt, das fällt nicht einmal auf. Wir leben in erster Linie von Privatkunden. Aber wir konkurrieren mit keinen anderen Betrieben, weil Leute, die unsere Kunden sind, die stehen auf gut Deutsch unsere Produkte und die wollen einen authentischen Wob in der Flasche und nicht irgendein Mischmasch oder nichts Authentisches. Jetzt wollte ich eine Frage, weil ich bin ein bisschen ein Schnapsdrossel. Und es gibt Schnaps, da trinkst ein paar Stamperl und am nächsten Tag bist du super drauf und dann trinkst wieder irgendeinen Schnaps und am nächsten Tag geht es dir ganz schlecht. Ist das, weil da ein Zucker drinnen ist? Oder? Der Zucker ist da eigentlich weniger das Problem. Der Zucker ist eigentlich nur dann das Problem, wenn ein Produkt, das nicht perfekt produziert ist, sprich ein fehlerhaftes Produkt, mit Zucker eben kaschiert wird. Das heißt, ein reines, echtes Produkt kannst du sicher trinken, ohne Ende, unter Anführungszeichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel aus, ich habe jetzt gerade eine Studie wieder gelesen, zum Beispiel Absinth. Absinth war ja verboten, weil es geheißen hat, dass der Inhaltsstoff vom Wermut, dass du Ion eben, ja, dass man halluzinieren anfängt und diese und jene, ja, was weiß ich, was Ausfälle kriegt. Aber im Kern ist man draufgekommen, es ist eine Frage der Menge des Alkohols. Und wenn wir beide 2, 3 Flaschen oder noch mehr pro Tag trinken täten, dann hätten wir auch leichte Aussetzer und hätten wir auch wahrscheinlich über einen Grand Canyon fliegen. Aber da braucht man Red Bull dazu wieder. Meine Frau sagt immer, ich habe zu dir schon auch noch ein paar Stamperl. Was? Ich kenne mich nicht so gut aus. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wenn man sagt Obstler, was fällt unter Obstler hinein? Der Obstler vom Begriff her ist ein zweischneidiger Schnaps. Einerseits ist es ein Kulturgut, andererseits ist er mit einem negativen Image behaftet. Das Problem ist ganz einfach das, wenn die Destillatanteile in einem Obstler bzw. die Früchte, die verarbeitet werden, perfekt sind, dann hat man doch ein perfektes Produkt. Und Obstler ist im Grunde genommen ein Verschnitt, ein Cuvée oder wie man das immer bezeichnen will, aus Williams oder beziehungsweise Birnen, meistens Moosbirnen, Moosäpfel und teilweise auch Zwetschgen. Aber selten ist es nicht so oft, dass eben Steinobst dabei ist. Nur wenn das perfekt gemacht ist, das ist Tradition. Nur wenn die Tradition natürlich mit Füßen getreten wird und dann nicht perfekte Produkte da sind und dann ein Obstler eben nicht gut schmeckt und halt leider auch in Richtung grausig geht, dann ist der Konsument nicht zufrieden und dann ist er eben leider negativ für das Image von einem guten Schnaps. Ja, was du mir jetzt alles erzählst mit dem frischen Obst und wie du das alles brennst und wie das alles gemacht wird, mir kann dann passieren, dass du einen gewissen Gasthäuser einen Obstler kriegst um ganz billiges Geld. Das geht ja gar nicht, das, so wie du deine Ding ist und was dann der Preis stimmt. Willst du wirklich haben, dass aus dem Nähkessel ein bisschen plaudern? Ja, mich jetzt nur interessieren, wie das geht, dass man so einen billigen Schnaps dann irgendwo saufen kann. Normalerweise, so wie es bei uns ist, wir sind eine Verschlussbrennerei. Wir werden vom Staat kontrolliert, das ist gut so. Wir haben dafür viel Freiheiten, können ein perfektes Produkt produzieren. Aber es gibt halt noch immer die berühmte Schottenwirtschaft. Das heißt, ein Teil wird so gebrannt, ein Teil wird so gebrannt. Und der Teil, der eben auf der schwarzen Seite, was eben schwarze Schafe leider in einer Branche aufmachen, produzieren, die produzieren es halt nicht so sauber und nicht so gut. Und deswegen, wenn es eben unter der Hand gehandelt wird und das Produkt nicht qualitativ hochwertig ist, dann hat es auch einen anderen Preis.
So, dürfen die Bauern, so wie wir sie da haben, ein bisschen Obst haben, dürfen die noch so schwarz brennen? Na, dürfen tut man überhaupt nichts. Ich meine, wir müssen den Staat dienen. Wir müssen mal schauen, dass der Staat das Geld kriegt, was er wieder ausgibt, damit es uns alle gut geht. Aber nur, es gibt unterschiedliche Brennrechte. Es gibt Abfindungsbrennrechte, da gibt es eben das normale, oder es gibt das Hausbrennrecht. Es gibt das Abfindungsbrennrecht und es gibt als Abfindungsbrennrecht, das gehört dazu, auch das Maria-Theresien-Brennrecht. Und da kann man dann schon so 1000 Liter Schnaps im Jahr, also mit 40% brennen. Und alles, was drüber rausgeht, ist dann eine sogenannte Verschlussbrennerei. Und da gibt es eben den Kleinverschluss und den Großverschluss. Und wenn man groß ist, wie ich wohl auf der Welt, darf man alles tun. Verstehe. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Obst geredet und über Obstschnäpse. Aber es gibt ja ein ganzes Ding von Kräuterschnäpsen. Machst du die auch oder wie geht das jetzt? Das ist eine liebe Geschichte. Ich mache ja eben den World Spirits Award, deswegen eben der Name des oder der Titel des Formates Inside World Spirits. Und für mich war es, so wie viel, inzwischen sage ich, verbohrte Obstschnapsbrenner, klar, ich will nur 100% Destillate, wie bereits beschrieben, destillieren. Und ich will keine Liköre machen, ich will keine Drogen machen. Nebenbei eine liebe Geschichte, weißt du eigentlich, was Drogen sind, außer Kokain und die ganzen Sachen? So, Drogen sind Kräuter und Gewürze, getrocknete, in getrockneter Form zur Heilwirkung. Und deswegen auch das Wort Drogerie, wo man die Sachen kaufen hat können. Und 2011, wenn wir das erste Mal mit Drogen angefangen haben, habe ich eigentlich nur versucht, für mich Rezepturen zu entwickeln, unter dem Begriff Drogen von Gin, Absinth, eben diese ganzen Kräuter- und Gewürzspirituosen. Dann habe ich bei uns beim Zoll die Anmeldung gemacht, das müssen wir auch machen, ich habe gesagt, okay, ich werde 200 Liter Drogen destillieren und dann bin ich sofort angerufen worden um eine Berichtigung, weil das nicht geht, Drogen produzieren, aber nur Drogen ist leider negativ besetzt, aber eben die Drogen sind total in, ich meine, in was die Spiritosen angeht und wenn man sieht, wo es inzwischen Gin-Fan-Hype hat, das ist unglaublich. Und all die unter dem Begriff von eben Gin, eben Absinth und genauso eben die ganzen Kräuter und Gewürzspirituosen. Und wir machen alles, aber eben keine Liköre, keine Bitterliköre, sondern wirklich nur Bitterspirituosen. Was mich immer so interessiert, und deswegen bin ich so froh, dass ich heute mit dir rede, ich bin auch Gin-Trinker. Nur jetzt in der Zwischenzeit ist er so modern, entweder wenn in Gin keine Gurken drinnen ist oder das nicht drinnen ist oder das nicht drinnen ist, bist du schon unmodern. Überall, wo du hinkommst, kriegst du einen riesen Gin-Deckel hin und da ist, naja, wie gesagt, von den Gurken über Pfefferminz und Ding alles drinnen. Ist das dein Ding auch oder sagst du, ein Gin ist ein Gin, so wie er gemacht gehört? Das ist ungefähr so, wenn du fragst, warum haben wir beide die gleiche Frisur? Wir sind Puristen. Und ja, Puristen lieben es eben puristisch und ich persönlich brauche das nicht, dass eben in einem Gin ein Gurken ist oder dass der drapiert ist oder dass das dieses und jenes ist. Und du hast mir eben gerade das Stichwort von einem Gin geben und den macht ein Freund von mir, das ist der Harris Wald Gin, macht der Hubertus Wallender in Deutschland. Und wenn man gerade über dieses Thema eben reden, das ist schöner, perfekter Gin. Und wenn wir jetzt sagen, die Etiketten, der Namen ins Programm, dann müssten da relativ viel Voltaromen drinnen sein. Aber ich würde sagen, jetzt nutzen wir mal die Chance und tun wir beide einmal nicht nippen, sondern probieren wir das einmal. Schau mal selber. Was riecht da jetzt? Ja, da sind natürlich drinnen. Baumzapfen nicht, da ist drinnen wahrscheinlich ein bisschen Enzian sogar, kann das sein? Kann durchaus sein, aber es ist so sehr Dominanz im Waldaromen drinnen, ja. Vom Wacholder, genauso eben nicht nur die Zirbenschurchen, wenn man ja so will, sondern vor allem die ganzen Tonnennadeln, es sind sehr, sehr viele ätherische Öle und vor allem auch sehr, sehr starke Zitruskomponenten von Zitrus, Orangen, unterschiedliche andere Zitrusfrüchte. Also es ist sehr schön gemacht, es dürfte auch Rosmarin drinnen sein. So, jetzt haben wir mal gesagt, er riecht, wie er ist. Ja. So, das Produkt ist top. Das heißt, wir würden jetzt diesem Produkt beim World Spirit Award einmal, was den Duft angeht und was die Sauberkeit angeht, zum Beispiel 2+ geben. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Ja,
Schön. Ich habe schon gemerkt, dass ich den größeren Schluck habe wie du. Aber solange ich jetzt noch nüchtern bin, kannst du mir mal erklären, was ist eigentlich World Spirit Award? Und wer vergibt den und wer kriegt den und was muss man machen, dass man kriegt? Dass man kriegt, muss man eins machen, sie anmelden. Aber es läuft total alles unabhängig, das heißt mit Bestechung, Geld unter den Tisch, das geht natürlich nicht. Wir haben eine Jury, die von uns seit 20, 30 Jahren ausgebildet wird, wo inzwischen immer mehr junge Leute dazukommen. Die ganze Ausbildung erfolgt bei uns in der Academy. Die findet im Juni jetzt wieder 2,5 Wochen statt. Das heißt, Teilnehmer, die zu uns kommen, können den Master für Spirits machen. Die eigene Jury muss jedes Jahr 3 Tage auf Weiterbildung kommen, so wie es eben bei einem Piloten üblich ist. Wenn gewisse Standards nicht erreicht werden, okay, dann gibt es auch keine Berechtigung, einen Flieger zu fliegen, beziehungsweise einen Flieger bei uns zu kriegen. Und so läuft eben die ganze Ausbildung. Und deswegen sind wir in der Lage, einfach ein Spiegel für den Produzenten zu sein, was die Qualität angeht. Und wenn ich wieder auf das Produkt zurückgehe, das gut ist, für mich ist es sehr gut. Und wenn ich jetzt wieder nach unserem Warp-System, ich habe ein eigenes System entwickelt, wir arbeiten ja nur mit Symbolen, dann würde ich sagen, im Geschmack und in der Sauberkeit kriegt er wieder ein Plus. In der Harmonie, kann ich es nochmal probieren. Ja, da kriegt er von mir schon ein Plus. Also noch ein Plus? Ich war ja schneller wie du. Nein, da kriegst du ein Plus, kriegst auch 96 Punkte. Jetzt hast du 96 Punkte gegeben. Jetzt habe ich aber trotzdem vor, zum Beispiel die ganzen guten Restaurants. Es ist jetzt normal, dass jedes gute Restaurant halt schon einen eigenen Sommelier hat, der sich beim Wein auskennt wie der Teufel. Der mir immer was einreden will und mir erzählt eine halbe Stunde, wie gut der Wein ist. Gibt's das auch schon beim Schnaps oder bildest du diese Sommeliers auch ein bisschen aus beim Schnaps trinken? Für die ganze nationale Sommelierausbildung ist bei uns in Österreich eben das IFI zuständig und wir machen das nicht. Nur Leute, die eben diese Ausbildung gemacht haben zum sogenannten Edelbrand-Sommelier, den gibt es in Deutschland genauso, die haben die Basis, dass sie bei uns mit der Basic Class beginnen können und dass sie eben die Chance haben, dass sie bei uns weiterkommen. Und auch wenn sie den ganzen Master gemacht haben, ist noch lange nicht gesagt, dass sie bei uns einmal in der Jury sitzen werden. Jetzt muss ich, das gibt für meine Frau, ich sage immer, wenn wir gut gegessen haben, sage ich, jetzt wäre gut zur Abrundung ein Schnaps. Da sagt meine Frau immer, zur Abrundung ist ein Kass. Ist ein Schnaps so nach einem guten Essen? Gehört das dazu? Im Volksmund gehört natürlich noch ein Schweinsbraten als Verdauungshilfe, gehört ein Schnaps. Nur wenn man es genau hernimmt, wenn man Gewürze und Kräuter mazeriert, das heißt, wenn man das in Alkohol einlegt und die Inhaltsstoffe auslaugt, dann hat man wesentlich mehr ätherische Öle, die dem Körper gut tun, im Produkt als in einem Schnaps. Nur muss man auch wieder differenzieren. Es gibt eine kalte Mazeration, es gibt eine warme Mazeration. Das heißt, es gibt Kräuter und Gewürze, die mehr positive Inhaltsstoffe an den Alkohol abgeben, wenn es wärmer ist, und solche mehr, wenn es kälter ist. Nur, was jetzt zum Beispiel den ganzen Schnaps angeht, der Schnaps ist eigentlich ein Genussprodukt. Irgendwas, was bitter ist, wie Gallen oder was auch immer, medizinähnlich, ist halt Medizin, aber es ist nicht richtig schön, deswegen hat es am meisten Zucker. Und jetzt passt das genau drauf, meine nächste Frage. Ich kriege sehr viel Schnaps geschenkt, interessanterweise. Immer wenn gute Freund. Ja, du gute Freund. Okay, und meist sehr gute Schnäpse. Und wir haben uns auch jetzt ein bisschen umgedacht. Wir trinken am Abend beim Fernsehen, wenn wir früher eine Flasche Wein aufgemacht haben, trinken wir einen schönen Schnaps oder also wirklich einen schönen Brand. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wenn du so eine Flasche aufmachst, wie lang ist ein Schnaps gut, der schon einmal angebrochen worden ist? Das ist eine ganz gute Frage. Und da scheiden sich gewissermaßen auch die Geister. Nur eins ist klar, wenn du eine Flasche Weißwein aufmachst, dann wird sie halten 3 Tage. Wenn du eine Flasche Rotwein aufmachst und die natürlich nicht verbraucht hast, wird sie halten 2 Tage. Weil dann wird der Inhalt oxidativ. Wenn du eine Spiritosen aufmachst, dann muss man ein bisschen differenzieren, ist das jetzt ein Himbeer oder ist das jetzt ein Whisky? Ein Himbeer hat viel fragilere Aromen, wie zum Beispiel ein Whisky.
mit dem ganzen Extrakt vom Getreide, mit dem ganzen Holz, wo das eben die ganze Aromatik eingepackt ist. Das heißt, ein Whisky wird angebraucht, wesentlich länger halten, aber ein Himbeer sollte man eigentlich schauen, dass man es relativ schnell trinkt. Aber da gibt es Abhilfe, zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man gute Freunde hat, die einem teure Produkte schenkt, dann sollte man schauen, dass man kleinere Flaschen kriegt und das in kleine Flaschen umfüllt, dann hat man keinen Stress beim Trinken. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, was du Schlatzkugeln sein. Ja, klar. Die muss man lernen. Und es gibt da auch so ähnliche Kugeln und man kann die in die Flaschen reintun, damit der Inhalt immer voll ist. Das ist super. Das ist ja, aber leisten. Gleichzeitig, das bringt mich zu der nächsten Frage, Schnapsglasl. Früher haben wir den Schnaps immer aus den kleinen Glasl getrunken. Gut, da war auch ein Fussel meistens. Ja, aber du hast noch gar nicht gesehen, weil das eingeist war, oder? Ja, aber wir trinken, ist das ein richtig Schnapsglasl, was wir jetzt da in der Hand haben? Das ist ein perfektes Schnapsglasl, weil alles, wo Wob draufsteht, ist perfekt. Das Wob steht eben für Wolfram Ordner, Brennerei Backlang-Gierheim. Das ist ein Glas, das wir entwickelt haben. Und das ganze Eckige, was du siehst, passt ja gar nicht zu mir. Bei mir ist alles fesch und rundlich. Nur, die Eckengläser, die haben wir erfunden. Ich habe 1991 das eckige Glas erfunden. Und alle Eckengläser, die es auf der Welt gibt, sind unseren Bundnummern nachgemacht. Und beim Glas geht es nur um eins, Otto. Die Funktion, ein maximaler Inhalt, der Inhalt muss eine maximale Oberfläche zum Sauerstoff haben. Dann muss das Produkt, so wie bei Analysen, konzentriert werden. Und dann muss der Kamin nach außen aufgehen. Wenn das Glas keinen Kamin hat, dann kann sich der Alkohol nicht verflüchtigen, beziehungsweise der Alkohol in den Maß in die Nasen kommen, damit es nicht in der Nase bitzelt und beißt und wehtut. Und deswegen geht es eben darum, maximale Oberfläche, maximale Verdichtung, maximale Veröffnung, Öffnung, damit das Ganze harmonisch in der Nase ist. Bei mir ist es sehr harmonisch. Prost nochmal. Prost, Gesundheit. Monika, das ist schön. Servus. Servus, hallo. Schön, dass du bei uns bei Inside World Spirits bist. Ich habe jetzt gerade eine Hochrechnung gemacht. In der Schule war ja Mathematik nicht so gut. Aber dein Vater, deine Familie und wir haben heuer ein Jubiläum. Weißt du das überhaupt? Ah ja. Wir brennen beide Familien 30 Jahre. So lange kennen wir uns gerade, wo eigentlich, so lange kennen wir uns schon von den Familien her. Nur, du warst noch nicht auf der Welt, weil du so jung bist. Aber halt, ich habe mit deinem Vater immer zu tun. Ich bin froh, dass ich von ihm immer ein perfektes Obst kriege. Ich kenne mich zwar recht gut aus bei euch da unten, aber ich glaube, du, wenn du erzählst, was da bei euch in der Südsteiermark, in den schönen Landl los ist und was ihr da oben macht, ist das 10-mal authentischer, als ich das machen würde. Du hast eh schon viel gesagt, wir sind ein Familienbetrieb. Wie gesagt, seit 30 Jahren macht der Papa das, ich seit 3,5 Jahren. Und wie du selber sagst, wir haben viel von unserem Obst selber. Das heißt, wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Sorten wie Kircherl, Zwetschgen, rote Weingartenpfirsich oder rote Williams produzieren, also das, den Großteil von dem, was wir brennen, selber. Ist eine magische Zahl eigentlich 3? Wieso? Ihr seid ja 3 Geschwister, oder? Das ist richtig, wir sind ein 3-Mädel-Haus. Ja. 3-Mädel-Haus, und wie gehört der Opa und die Oma, die sind ja auch schon vor allem stolz, weil es einiges an Nachwuchs bei euch im Haus gegeben hat. 4-mal schon, ja. Holla Reitel, das ist super. Ich habe es leider nicht so weit gebracht. Aber ihr macht sie neben den ganzen Obstplantagen, ihr macht sie Wein auch, oder? Nein, nein, wir sind Produzenten für Weintrauben und verkaufen diese Trauben. Wir machen keinen Wein bei uns in der Südsteiermark, wir sind bekannt für Wein. Es macht jeder Wein, aber wir haben uns aufs Hochprozentige spezialisiert. Und die Weintrauben, die praktisch bei euch auf dem ganzen Gut oder Besitz wachsen, die verkauft ihr dann, oder? Wenn genau, die verkaufen wir an Winzer. Okay, Sigi. Der Vater ist ja ein sehr penibler eigener Mensch. Und wenn man unten in die Brennerei reingeht und die Anlage sieht, das ist ja keine so normale Anlage, oder? Das ist ja ein Hightech-Werkel. Ja, aber nicht viel anders wie bei dir. Ja, aber bei uns ist alles ein bisschen schlanker. Bei euch ist, wenn man den Hut hernimmt von der Brennerei, ist alles ein bisschen voluminöser. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ein bisschen mächtiger, aber ja. Weißt du eigentlich den Grund, warum der Vater das so gemacht hat, den Brennhut so mächtig? Vom Technischen her? Um viel Kontakt mit dem Kupfer zu haben
Und es geht einfach mehr, wesentlich mehr Aromatik drüber. Und der Vater ist ja ein starker Steirer. Und das Starke zieht sich ja bei euch im Betrieb auch bei der Destillate durch. Stimmt, ja. Der Papa hat sich schon vor Jahren eher aufs wirklich Hochprozentige spezialisiert. Das heißt über 50 Volumensprozent Strong Spirits. Also nichts für schwache Leute. Nichts für schwache Leute, ne? Was das Tolle bei Eierenkriecherl ist, wenn ich das Glas zum Nasen nehme, dann ist das für mich blau. Das Erste, was ich da rieche, ist blau wie ein Zwetschgen eigentlich und gar nicht so in den ganzen Reglotenbereich hinein. Das ist unglaublich schön. Das ist ein unglaublich feines, elegantes Produkt vom Alkohol. Wo sind wir da? 43%. Das ist ein bisschen schwach für euch, wenn er mal ist. Da hat der Vorteil schon wieder sagen, der muss mindestens 6% haben. Aber auch mit 43% ist das Produkt einfach irrsinnig schön. Es hat wunderschöne florale Aromen, es ist unglaublich schön, es hat ganz feine Röstaromen, es ist aber nicht der Stein dominant bei diesem Produkt, sondern es ist einfach wirklich total fruchtdominant. Schauen wir mal, wie das ganze Produkt eigentlich schmeckt. Dann. Sehr, sehr aromatisch. Kommt der Steinton ein bisschen mehr durch, das heißt, die ganzen Röstaromen sind ein bisschen dominanter. Und was auch ganz witzig ist, es ist eigentlich recht trocken, das ganze Produkt. Es kommt so ein bisschen kerntrocken. Das ganze Florale, das ganze Blumige ist wieder da. Das ganze Extraktreiche geht wieder ein bisschen zurück. Nur, du siehst, wie ich nachbeiße, wie ich nachkau. Es ist irrsinnig dicht, es ist irrsinnig kompakt, es ist sehr, sehr harmonisch. Es ist sehr, sehr lang und vor allem das Schöne, was du das auch spürst, es ist irrsinnig wärmend und man hat einfach einen sehr langen Genuss. Mhm. Du hast mir drei Produkte mitgebracht. Das zweite, was wir jetzt gemeinsam verkosten werden, ist die Marille. Weißt du, was das eigentlich genau für ein Marillenort ist? Das ist aber kein Problem. Ich weiß, dass es eine Top-Marille ist. Ich wollte nur eigentlich wissen, ob es aber Hauer ist oder Rosenmarille oder was auch immer. Aber es ist auf alle Fälle eine klassische, aromatische Marille. Ich weiß, was da drinnen ist, weil ich schon oft noch getrunken habe. Wie viel Alkohol hat die? Da sind wir über 50, wir sind bei 52. Das endlich, ist eine Reserve. Endlich. Jahrgangssiege 2012. Mhm. Das heißt, dass uns jetzt eigentlich eine Marille erwarten müsst, die erstens kraftvoll ist mit den 52% und zweitens, die eben sehr, sehr für die 52% relativiert harmonisch sein sollte oder muss, weil es eben schon ein gewisses Alter hat. Huiuiui, ist das aromatisch. Ist ein, wenn wir hineinriechen, für mich ist es eine klassische Marille, eine wunderschöne. Und was mir bei der so besonders gefällt, dass eben alles, was der typische Bittermandelton, den die Maröden so gern haben, das ganze Benzaldehydige unter Anführungszeichen, ganz, ganz dezent drinnen ist. Das Produkt ist einfach irrsinnig reif und es hat einen kompletten Fruchtcharakter. Das heißt, es lebt vom Fruchtfleisch und nicht vom Fruchtstein. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ich mag die Marillen nicht so gern, wenn sie sehr, sehr viel grüne Töne hat. Aber da hat man oft keinen Einfluss. Wenn das Marillen ja schlecht ist, dann ist die Marillen nicht so aromatisch, dann hat sie sehr, sehr viele grüne Töne. Und was mir einmal passiert ist nebenbei, ich habe eine Marillen von einem schlechten Marillenjahr entkernt, destilliert, die war super und nach 3 Jahren hat sie geschmeckt wie ein Kloster. Das heißt, der Apfelkloster kriegt eine ähnliche Charakteristik wie eine Marillen von einem schlechten Marillenjahr, wo entkernte Marillen verwendet worden sind. Aber das ist wunderschön. Pfirsichtöne, Rosenholztöne, sehr florale Töne sind drinnen auch. Bach, ist das schön. Ja, da könnte man Gedicht schreiben. Auf der Familie, auf dem Vater, ich meine, damit man sowas macht, muss man ein Könner sein. Wunderbare Aromatik. Kannst du dir vorstellen, dass das 52% sind? Merkt man kaum. Andere jammern schon bei 40%. Und die sagen, das ist scharf. Du musst immer sagen, du trinkst keinen Fruchtsaft, das ist ein Schnaps. Nur das ist hohe Kunst. Das ist ein Wahnsinn.
Und was das Schöne ist, es ist eine aromatische Explosion im Mund, am Gaumen. Die ganzen Geschmackspapillen, um jetzt bildlich zu sprechen, tanzen Tango. Es ist kraftvoll in der Mitte, es ist dicht, es ist harmonisch und wieder unendlich lang. Kompliment an den Vater, hat er gut gearbeitet. Ich will ihn ausrichten. Monika, du hast jetzt gesagt, dein Baby. Dann nimm du dein Baby und erklär mir, warum ist das dein Baby? Rote Williams Brennenbrand. So ziemlich das Erste, was ich wirklich selber brennt habe. Also schon mit Anleitung vom Chef. Doch kein Lucky Punch. Wertvoll deswegen, weil es ist eigenes Obst. Und die rote Williamsbirne ist unser Baby. Sie ist bei der Ernte empfindlich, sie ist bis zum Verarbeiten hin empfindlich. Und dann aus so einem wunderschönen Obst einen Brand zu machen, ist auch was ganz Besonderes. Und den habe ich brennt. Es geht aber nicht anders. Ohne ein perfektes Obst, kein perfekter Schnaps. Aber was mich wieder interessiert, kannst du mir eigentlich sagen, der Unterschied so von der Stilistik her, eine gelbe Williams, eine rote Williams? Die rote Williams ist ein bisschen intensiver, auch weil die Schale etwas dünner ist als bei der gelben. Also wirkt intensiver. Okay, das ist eigentlich so wie beim Wein. Wenn du einen Weißwein hast, aus der Wachau, wo eben durch das ganze Klima bedingt die Haut dünner ist, ist der Wein aromatischer wie in Süditalien, wo die Sonne voll drauf knallt. Aber die Definition habe ich noch nie gehört, aber ich habe jetzt von dir was dazugelernt. Und wenn ich das Produkt jetzt, oder wenn wir das Produkt jetzt am Riechen, es ist sowas von fruchtfleischig, es ist sowas von elegant, sowas von extraktreich, es ist unglaublich. Jetzt rate einmal, ich meine, du hast einen bärenstarken Vater. Wie viel Prozent? Nur 43. Echt nur? Fantastisch. Aber es ist bei euch, es macht in der Nase keinen Unterschied, es macht von der Harmonie keinen Unterschied, ob das jetzt 43 oder 60 Prozent sind. Der Vater beherrscht das Handwerk mit den Brustschwächern und mit den Bruststärkern Destillate wie wenig andere Leute. Und das ist wirklich unglaublich, wie aromatisch das Produkt sich in der Nase präsentiert und wie aromatisch das ganze Produkt am Gaumen ist. Aber ich meine, du weißt ja, wir haben ungefähr 500 Spiritosen bei uns, beim World Spirits Award dabei. Die drei Produkte, die wir jetzt gemeinsam verkostet haben, was war da jetzt eigentlich die Titelausbeute bei uns beim WSA? Rote Williams, Doppelgold. Gratuliere. Manuelle Reserve, Doppelgold und Spirit of the Year. Langweilig. Musterschüler. Also, ich bin froh, dass ich von der Familie, die lauter Musterschülerin hat, du heute da warst. Und ich hoffe, dass wir uns in unserem Format Inside World Spirits bald wiedersehen. Schöne Grüße. Bis zum nächsten Mal Obst holen, wenn ich wieder zu euch komme. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Vierte Monika. Tschüss. Karin, servus. Schön, Schön, dass du heute bei mir da bist. Gerne. Nur ein Kräuterhex habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Karin Schliewer, Bücher, Schliewer, erklär mir einmal der Geschichte. Naja, ich bin die Schliewer Karin und mein Name kommt eigentlich von Sliwa, von Zwetschge. Ja. Und da habe ich ganz eine lustige Geschichte. Da bin ich einmal in Geltal dort gewesen, in Nötsch. Und dann, mein Mann macht ja Gartenservice. Und dann sagen sie, den Schlieberlandbaum, den musst du auch noch oben schneiden. Das war ein Kirchhallebaum. Okay. Die sagen zu den Kirchhallern Schlieber, Schlieberland. Wieder was dazugelernt. Okay. Aber nur das, was du uns heute da mitgebracht hast, das ist ein Kraut, ein Johanniskraut. Jawohl. Wächst das eigentlich bei uns da auf 1000 Meter? Das ist, das wächst bis auf die hohen Almen rauf. Ja. Und das Johanniskraut ist eines der ältesten Heilkräuter überhaupt. Schon im Altertum verwendet worden. Und es gibt 500 verschiedene Sorten auf der Welt von den Hartheugewächse, nennt man die auch. Ja. Hypericum perforatum ist aber ganz leicht zu erkennen. Das echte sollte drei Merkmale haben. Schau mal durch, was siehst du? Punkte. So kleine Faden, so durchsichtige Fadenlöcher. Ja, und was noch die Punkte da?
Ja, ich sehe das nicht so genau, ich brauche halt Brühen. Okay, also Perforatum heißt perforiert, ja, ja. Und das sind zwar keine Löcher, okay, aber die Öldrüsen schauen beim Durchschauen aus wie Löcher. Das ist das erste Merkmal. Dann greifen wir mal den Stiel an. Der ist nicht rund, sondern kantig. Ja, ja? Genau. Genau. Und die Blüte, die leider noch nicht da ist, weil das blüht erst Ende Juni, wenn man die reibt, dann wird das ganz rot. Das ist ja das Markante. Das ist okay. Johannisöl wird ja auch ganz rot. Ja? Welche Wirkung, Entschuldigung, hat eigentlich das Johannisöl? Das Johannisöl hat viele Wirkungen. Vor allem ist es sehr beruhigend, weil da sind Stoffe drinnen. Das Hypericin zum Beispiel, ja, ja, das, was rot färbt, ist das bekannteste. Geht auf die Nerven, man wird sehr ruhig. Aber auch noch Verbrennungen sollte man Johannisöl drauf. Dann, was man noch kann, wenn man Gürtelrose gehabt hat, also alles, was mit Nerven zu tun hat, okay, ist das Johanniskraut. Klimakteriumsbeschwerden, na ja, und so weiter. Und du weißt ja, zum Thema Schnaps, für was würdest du das jetzt eigentlich verwenden? Ja, für Essenz. Für Essenz? Unbedingt. Also es gibt ja auch den Johannisschnaps, also ja, das Johanniskraut-Schnaps, kriegt man überall ausgeschenkt auf der Alma. Und ist natürlich ganz in der Farbe toll, rötlich. Und schmeckt auch toll. Also ich würde das, wenn du mich fragst, jetzt einmal für einen Bitter verwenden, oder? Ja. Für einen klassischen. Ist würdest du für was? Bitter. Ja, was muss ich so Kräuterbitter halt. Ja. Aber würdest du das für andere Spiritosen oder für andere Likör auch noch verwenden? Nein. Also nein. Das heißt, du sagst einmal eindeutig für Bitter, Kräuterbitter, fertig. Und in Reinkultur. Und in Reinkultur, irgendeine andere Verarbeitungsweise gibt es auch noch? Ja, als Öl, als Kräuter, also als Johannis. Krautschnaps, also Essenz und als Tee. Okay. So. Wobei 14 Tage trinken muss, dass da überhaupt einmal eine Wirkung ist. Aber Johanniskraut darf nicht jeder trinken, mir zwar vielleicht schon, weil das immer Querwirkungen hat mit Medikamenten. Wenn eine junge Frau die Pille nimmt und Johanniskrautpräparate zu sich nimmt, dann wirkt die Pille nicht mehr. Und was noch ist, es wirkt photosensibel. Also heute scheint ja keine Sonne, ah, ja, aber wenn die Sonne scheint und du schneidest es und es kommt da Saft auf die Haut, dann kriegst du rote Flecken. Interessant. Ja, also muss man aufpassen. Und es ist dann auch die Haut lichtempfindlicher als wie sonst. Die Kirche kriegt oft auf der Alm oben auf der Schnauze Sonnenbrand, weil sie auf der Haut zu Johanniskraut gefressen haben. Ja, ja, so alles, was jede Medizin, die zu genossen wird, ist einfach zu. Wie hat der Paracelsus gesagt, die Dosis macht ja das Gift, gell? Okay, dann danke dir jetzt für die Erklärung. Ja, gerne. Also bis zum nächsten Mal noch. Danke. Danke.